Sehr geehrte Damen und Herren, dann darf ich Ihnen den Foliensatz kurz vorstellen, den vom Herrn Adenauer und von mir erstellt wurde, aus Sicht der Vergütungsverhandler und Vertragsverhandler von Seiten Leistungserbringer und von Seiten der Kostenträger, also BPA und AOK. Zwar geht es um die Beschreibung der Pflichtaufgaben in den Rahmen- und Vergütungsverträgen. Wir werden dann im Nachgang gerne auch für Fragen natürlich zur Verfügung stehen. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, das ist ja schon mehrfach genannt worden, soll einen Perspektivwechsel darstellen. Und zwar bezogen auf den zu pflegenden Menschen und seinen Ressourcen im Mittelpunkt und eher weg von der defizitbezogenen Sicht. Der Mensch, der pflegebedürftig ist, soll also im Mittelpunkt stehen und der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, der ja nicht mehr so ganz neu ist, wir haben gehört, der besteht ja jetzt schon seit ca. 5 Jahren, der Mensch, der soll bei der Führung eines möglichst selbstständigen Lebens auch Unterstützung finden. Aus den Landesrahmenverträgen ist ein Zitat vorgesehen. Es ist in der heutigen Zeit nicht mehr so sinnvoll, den Menschen in abschließender Form definierter Listen Einzelmaßnahmen zukommen zu lassen, sondern soll das Hauptaugenmerk darauf gerichtet werden, dass die pflegerischen Aufgaben an sich formuliert werden. Also weg von einzelner Benennung von Maßnahmen, sondern mehr auf Überbegriffe, aus denen sich der Mensch dann die einzelnen notwendigen Leistungen aussuchen kann. Herr Gack hat es ja schon angesprochen. Wir haben seitens der Kostenträger und seitens der Leistungserbringerverbände auch an dieser Expertengruppe teilgenommen. Damit kann man an der Stelle auch sagen, uns gegenseitig auch ein Stück weit befruchtet und auch miteinander sozusagen dort die Handlungsspielräume und die Empfehlungen ausgearbeitet. Insofern ist allein schon dieses Vorgehen sicherlich ein Appell, aber eine Empfehlung auch an die Landesrahmenvertragspartner, dann in den jeweiligen Bundesländern, genauso Hand in Hand letztendlich diesen Pflegebedürftigkeitsbegriff entsprechend in die Landesrahmenverträge umzusetzen. Wenn man mal auf die derzeitige Situation guckt, Frau Schepan und Herr Böhlecke haben schon angesprochen, ist es in der Regel so, dass die Leistungsinhalte und Begrifflichkeiten auf den geltenden Pflegebedürftigkeitsbegriff schon angepasst sind. Vielfach aber der Rahmen für ein umfassendes Pflegeverständnis eben noch nicht hinreichend umgesetzt ist. Auch die bisherigen Vergütungsstrukturen, und davon sprechen wir sowohl, was die Leistungskomplexe als auch die Zeitvergütung angeht, sind noch nicht auf Basis dieses personenzentrierten Verständnisses hin entwickelt worden. Auch ist in den Landesrahmenverträgen sind die Konkretisierungsgrade noch nicht so gestaltet, dass halt genug Spielraum für eine möglichst individuelle Umsetzung geschaffen ist und wirklich der Pflegebedürftige auch ein echtes Wahlrecht bei der Zusammenstellung des individuellen Pflegearrangements eingeräumt wird. Insofern kann es und muss es auch Ziel sein, der Vertragspartner das eben entsprechend zu ändern. Also will heißen, dass die pflegerischen Aufgaben in einem Spektrum, einer Range abgebildet sein müssen, welches die pflegebedürftigen Menschen indirekt oder direkt dahin unterstützen, die Auswirkungen gesundheitlicher Probleme in verschiedenen Lebensbereichen auch zu bewältigen. Dazu gehört dann insbesondere auch solche pflegerischen Aufgaben wie der Erhalt und die Stärkung der Selbstständigkeit, die Stärkung der Pflege- und Selbstpflegekompetenzen und die Stabilisierung der Versorgungssituation, was sicherlich derzeit in dem klassisch verrichtungsorientierten
Pflegebedürftigkeitsbegriff ebenso noch nicht die wesentliche oder entscheidende Rolle spielt. Dann müssen oder sollten die Versorgungsverträge und auch die Pflegesatz- und Vergütungsvereinbarungen so aufgebaut sein, dass sie halt den Pflegeeinrichtungen und dem Pflegepersonal auch die Umsetzung des geltenden Pflegeverständnisses ermöglichen. Denn was bringt einem der beste Pflegebedürftigkeitsbegriff, auch wenn man in diesen verinnerlicht hat, wenn halt die Rahmenparameter oder die Rahmenverträge die Umsetzung desselbigen so noch nicht ermöglichen. Dann ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, und ich glaube, das ist dann auch so die Herausforderung in den einzelnen Ländern, dass sie halt die Landesrahmenverträge und Vergütungsvereinbarungen auch möglichst ja, so ausgestaltet sein sollten, dass in der Tat auch genügend Freiräume für die individuelle Umsetzung ermöglicht werden soll. Und das ist so zumindest mal die Erfahrung so aus Niedersachsen immer da, wo letztendlich dann auch Pflege eine gewisse Selbstständigkeit im Rahmen der Leistungserbringung eingeräumt werden soll, tun sich meistens so die andere Seite der Vertragsebene immer so ein bisschen schwer. Alles das, was nicht in Listen relativ leicht und banal abgehakt werden kann und vielleicht eben nicht so einer konkreten Überprüfung standhält, ist meistens in der Umsetzung immer ein bisschen schwieriger. Das war bei den verrichtungsorientierten Dingen halt ein bisschen einfacher. Da hat man die Sachen gemacht oder eben nicht. Und wenn sie nicht gemacht waren, folgte daraus eine Konsequenz. Das ist halt jetzt in diesem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff so leicht nicht mehr möglich. Was heißt das? Was ich gerade eben schon gesagt habe, es bedarf auf jeden Fall der Anpassung der Aufgaben- und Leistungsbeschreibungen. Das ist mit das A und O. Es muss ferner auch eine andere Schwerpunktsetzung erfolgen, die da liegt, wie gesagt, weg von der Verrichtungsorientierung hin zu der Anleitung und Beratung der Pflegebedürftigen, aber auch, und das ist auch ein wesentlicher Punkt, der Angehörigen, um halt die häusliche Versorgung entsprechend zielgerichtet auch zu stabilisieren. Wir haben es heute schon mehrfach gehört, auch hier nochmal der Fokus weg oder nicht ausschließlich auf die pflegerische Einzelleistung und Verrichtung. Dazu kann sicherlich, ist ein erster Schritt, die Etablierung einer Zeitvergütung, um halt eine flexible, passgenaue und individuell bedarfsgerechte Versorgung zu erreichen. Dazu sage ich nachher noch was, aber die Zeitvergütung ist schon mal ein erster Schritt, aber nicht der alleinige in die richtige Richtung. Weiterhin muss die Erbringung von Leistungen halt flexibel gestaltet sein. Es muss auch immer ein zeitlich begrenzter Einsatz ermöglicht werden. Und Frau Cepan hat es vorhin angesprochen, auch ein erweitertes Hilfespektrum muss sozusagen entsprechend etabliert werden. Was bedeutet jetzt der Pflegebedürftigkeitsbegriff in der Praxis, also auch konkret für die Leistungserbringung vor Ort? Wir haben den Fokus mehr auf den Erhalt und die Stärkung der Selbstbestimmung und Selbstständigkeit der pflegebedürftigen Menschen. Jetzt hier als Beispiel die Mobilität und Bewegungsfähigkeit oder die Unterstützung bei herausforderndem Verhalten. Wir haben weiterhin den Fokus bzw. die Stärkung mehr auf die Pflege- und Selbstpflegekompetenzen, insbesondere durch Information, Beratung und Anleitung. Und da spielen auch die pflegenden Angehörigen, die sogenannte Edukation, auch eine wesentliche Rolle mit. Dann haben wir des Weiteren im Augenmerk die Stabilisierung der häuslichen Versorgungssituation unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedarfskonstellationen. Auch das ist sicherlich nochmal ein neuer Tenor, weil es eben weggeht von dem, ich komme in die Häuslichkeit, mache eine gewisse Verrichtung und verlasse diese Häuslichkeit wieder. Das ist jetzt schon ein bisschen weiter gefächert als noch in der Vergangenheit. Dann, auch das kam vorhin schon öfter zur Sprache, es sind halt nicht mehr so sehr die
die körperbezogenen Pflegemaßnahmen, die pflegerischen Betreuungsleistungen oder die Unterstützung bei der Haushaltsführung hier relevant? Oder danach werden dann die pflegerischen Interventionen nicht mehr ausschließlich strukturiert? Es geht um die definierten Lebensbereiche, die halt in § 14 SGB 11 dann entsprechend auch genannt sind. Der Vollständigkeit halber habe ich sie hier nochmal mit aufgegriffen. Das ist die Mobilität, das sind die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten, das sind die Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen, die Selbstversorgung, die Bewältigung von und der selbstständige Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen und die Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte. Wichtig auch hier nochmal wieder, nicht Einzelmaßnahmen einfach auflisten, sondern was will ich mit meinen pflegerischen Interventionen erreichen, wie sind die pflegerischen Hilfen diesbezüglich und wie sehen dann die Aufgaben und die Versorgungsziele dazu aus. Ganz wesentlich ist, und das war auch insbesondere mir nochmal so wichtig, darauf, um auch einen klaren Fokus zu richten, ist, dass das natürlich sicherlich einhergehen muss, auch mit einer deutlichen Kompetenzerweiterung auch der Pflegekräfte, weil die natürlich im Kontext jetzt des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff nochmal eine ganz andere Aufgabe oder ganz andere Rolle auch wahrnehmen, insbesondere die Bedarfsermittlung von edukativen Maßnahmen oder die notwendigen Hilfen in krisenhaften Versorgungsepisoden zu eruieren und auch die Versorgungssituation tragfähig aufzubauen. Ich glaube, da ist sich dann auch jeder Praktiker ein Stück weit einig, dass das noch ein bisschen mehr darf, als derzeit sozusagen die Ausbildung da auch entsprechend vornimmt. Insofern ist es auch ganz, ganz wichtig, dort einfach die Pflegekräfte hin zur Umsetzung dieses neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs auch entsprechend von der Kompetenz her zu schulen und die Kompetenz diesbezüglich auch auszuweiten. Dann ein kurzer Blick auch hier ins Land Niedersachsen. Das liegt jetzt daran, dass ich hier in Niedersachsen sitze und wir natürlich auch schon unsere Erfahrungen mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff hier gemacht haben. Wir sind schon seit längerer Zeit hier auch in den diesbezüglichen Rahmenvertragsverhandlungen. Und insofern kann ich hier schon mal so ein bisschen skizzieren, was oftmals auch noch das Problem diesbezüglich ist. Also wir haben hier in Niedersachsen schon seit geraumer Zeit eine Zeitabrechnung erstmal grundsätzlich auch etabliert. Es bringt allerdings nichts, wenn diese Zeitabrechnung letztlich nur abbildet, was die Leistungskomplexe dann auch abbilden, nämlich eine körperbezogene Grundpflege und entsprechend rudimentäre Betreuungsleistung. Das heißt, wenn man eine Zeitleistung dort auch schafft, bedarf es zwingenderdings auch einer Ergänzung, einer Erweiterung des Leistungskataloges weg vom klassischen Verrichtungsbezug, weil ansonsten hätte man nichts anderes als den Verrichtungsbezug in eine Zeitleistung gepresst. Und das hat dann mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff an sich verständlicherweise nicht wirklich viel zu tun. Was hier in Niedersachsen auch bislang leider komplett fehlt, sind solche Bereiche wie Anleitung, Edukation und die erweiterten Betreuungsleistungen, also zum Beispiel Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte. Da tun sich die Kostenträger, ja, was ich vorhin schon angedeutet habe, ein bisschen schwer, weil das halt keine Bereiche sind, die man relativ leicht durch Abhaken irgendwelcher Verrichtungslisten fassen und damit auch entsprechend in eine Vergütungsstruktur bringen oder überführen kann. Und insofern ist das halt in der Natur der Sache immer ein bisschen schwieriger, diese Dinge dann auch entsprechend umzusetzen. Insofern da nochmal auch der klare Appell auch von unserer Seite, wenn man sich jetzt da dran setzt und diesen Pflegebedürftigkeitsbegriff auch in den Landesrahmenverträgen und in den Vergütungsvereinbarungen entsprechend aufgreift, dann reicht es eben nicht nur,
die Zeitleistungen entsprechend dort einzuführen. Es bedarf darüber hinaus auch, was ich gerade eben schon sagte, dringend einer entsprechenden Anpassung des Leistenkataloges. Und das kam heute auch schon mehrfach zur Sprache, der Möglichkeit einer individuellen, in Anführungsstrichen freien, mit dem Pflegebedürftigen natürlich zu vereinbaren Leistungserbringung nach den in § 14 SGB 11 definierten Lebensbereichen. Weil ansonsten, nochmals an der Stelle, würde man den Pflegebedürftigkeitsbegriff nicht entsprechend bzw. adäquat umsetzen. Gut, dann würde ich gerne nochmal den Kollegen Gack übergeben, der dann aus Bayern nochmal berichtet von seinen Erfahrungen. Wir haben in Bayern einen uralten Rahmenvertrag mit Stand 1995, der halt die alten Leistungskomplexstrukturen noch beinhaltet hat, haben aber bereits seit 96 beziehungsweise dann hauptsächlich seit 2001 die Möglichkeit, dass sowohl die körperbezogenen Pflegemaßnahmen als auch die Hilfen bei der Haushaltsführung und dann auch die pflegerischen Betreuungsleistungen nach Zeitaufwand abgerechnet werden können oder alternativ nach Leistungskomplex abgerechnet werden können. Wir haben schon immer eigentlich ausdrücklich auch geregelt, dass die abgerechneten Leistungen auch die Anleitung, Education der Angehörigen beinhalten, sodass diese Möglichkeiten da auch gegeben sind für die Abrechnung dieser Zeitaufwände für diese Tätigkeiten. Können Sie bitte den nächsten? Wir befinden uns momentan in Verhandlungen zu einem neuen Rahmenvertrag für den Bereich ambulante Pflege gemeinsam mit den Kollegen von den überörtlichen Sozialverträgern. So als Hinweis, weil der Herr Adenauer gerade gesagt hat, dass in Niedersachsen das Thema Zeitabrechnung wohl etwas kritisch gesehen wird. Wir machen in Bayern sehr gute Erfahrungen mit der Abrechnung nach Zeitaufwand. Also es wird von allen Beteiligten sehr gut angenommen, insbesondere auch von den pflegebedürftigen Versicherten sehr gut angenommen, weil die einfach mit einer Stunde mehr anfangen können, teilweise als mit dem Leistungskomplex, der sehr pauschal benannt ist. Also wie gesagt, wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem Thema Zeitabrechnung. Wir haben das Thema pflegerische Betreuungsmaßnahmen, das ja nachträglich eigentlich in den Leistungskatalog gekommen ist, haben wir relativ offen formuliert und haben auch nur abschließende Aufzählungen von Leistungsinhalten. Also wenn ein Versicherter irgendwelche Unterstützung haben möchte, zum Beispiel den Gang zum Friedhof oder Unterstützung bei irgendwelchen Bankgeschäften, wenn es bloß darum ist, den pflegebedürftigen Menschen zu begleiten, damit er die Bank besuchen kann oder zum Notar gehen kann oder dass da auch die Möglichkeit besteht, dass der Zeitaufwand, den der Pflegedienst erbringt für diese Tätigkeit, dass der mit den Kostenträgern abgerechnet wird. Eine nicht abschließende Aufzählung von Leistungsinhalten ist halt manchmal problematisch, weil sie natürlich zu Nachfragen führt. Aber ich denke, da kann man damit umgehen, wenn man im Einzelfall mit den Leuten spricht und dann auch abklärt, was tatsächlich erbracht wurde in dem Zeitaufwand, der da bei der Rechnung angesetzt worden ist.